Seit vergangener Woche wird teilweise ganz prägend durch den Verkehr lahmgelegt. Grund dafür sind Blockabfertigungen und Grenzkontrollen auf der deutschen Seite. Ich höre mich um, was Vorarlberger dazu sagen. Die Verkehrsverhältnisse in Bregenz sind im Moment sehr unzufrieden machend. Vor allem, wenn in Deutschland Block abgefertigt wird und sich der Stau von der Thalbachgasse über die Kirchstraße, natürlich auch über die Hauptstraße, über die Autobahn quält. Und es uns ja versprochen worden ist, einen Teil der Innenstadt autofrei zu kriegen, bis auf Anrainer und Zulieferer. Also im Moment, muss ich sagen, fühle ich mich in Bregenz verkehrsmäßig sehr schlecht, auch als Radfahrerin und Fußgängerin. Na, der Stau ist schon unangenehm, aber ich glaube, ein Mautverlangen wird auch nicht die Lösung sein. Und man kann nur hoffen, dass sich diese Verkehrsentwicklung etwas rückläufig bewegt, wobei anscheinend die Benzinkosten noch keine Rolle spielen, wenn man so schaut. Ich hätte eine wahnsinnig gute Lösung oder eine Geschichte, die für die Leute nicht so hart mehr ist, wenn sie im Stau stehen. An den Schnittstellen verteilen Sie doch bitte kleine Mineralwasserflaschen. Die Kinder schreien nicht mehr so, die Eltern sind immer so nervös und das wäre doch eine kleine gute Lösung. Und Österreich würde sich vielleicht wieder einen Bonus in Deutschland erobern. Auf Wiedersehen! Also gut wäre es sicherlich, wenn der Verkehr aus Bregenz ganz abgeschafft wird und da sich was überlegt wird, wenn eine Umleitung vielleicht stattfinden kann. Oder wo es vielleicht Straßen gibt, die einfach für Verkehr geeignet sind und nicht alles durch die Stadt geht. Ich meine, eine kleine Verkehrszone ist jetzt sowieso schon hier Richtung Kirchstraße hoch, wo die Leute dann 30 fahren. Aber es ist mal ein kleiner Schritt in eine Richtung, wo man vielleicht da ein bisschen entgegenwirken kann. Aber trotzdem müsste da sicherlich von der Infrastruktur her sich was überlegt werden. Ja, genau. Ich denke, das ist notwendig und vielleicht sogar die Autos ganz verbannen. Also ja, die heilige Kuh, die hier in Vorarlberg beziehungsweise die in Österreich sowie aber auch international da irgendwie, wo die Leute sich verstecken und in von A nach B reisen, wo 500 Meter zu laufen sind. Das finde ich, ja, sollte man sich vielleicht nochmal überlegen. Aber sicherlich müsste da jeder Einzelne nachdenken, aber politisch vielleicht auch was passieren.